Das plötzliche Aus von Star Wars The Clone Wars war für viele wahrscheinlich eine Art Schock. Insgesamt gab es am Ende der Serie noch 13 unfertige Handlungsstränge, welche dann teilweise in dem Comic Darth Maul Son of Dathomir, dem Buch Dark Disciple und in einigen veröffentlichten unfertigen Clone Wars Folgen fertiggestellt wurden. Diese entsprechen auch dem Kanon, aber heute geht's um die unveröffentlichten Handlungsstränge. Viel Spaß! Zuerst sollte es einen neuen Kopfgeleger-Akt geben, in dem der junge Boba Fett sich mit Cad Bane zusammenschließt, um ein Kind von Tuskenräubern auf Tatooine zu retten. Dabei kamen Bane einige Angewohnheiten von Boba ziemlich bekannt vor und er verglich ihn mit einem alten Kollegen namens Jango, unwissend, dass Boba nur ein Klon von diesem sei. Und laut einer Konzeptzeichnung sollten die anderen bekannten Kopfgeldjäger ebenfalls vorkommen. Über Ahsokas Leben sollten wir auch mehr erfahren. Die 7. Staffel hätte uns ihre Anfänge in der Unterwelt von Coruscant gezeigt und wie schwer es sogar für eine ehemalige Padawan war, dort zu überleben. Ein weiterer Akt würde sich auf Kashyyyk abspielen, der Heimatwelt der Wookies. Dort wäre Yoda gemeinsam mit den Bad Patch, eine spezielle Gruppe von Klonkriegern, zu welchen Phobic schon ein Video gemacht hat. Dieses habe ich euch mal verlinkt. Und es wäre hierbei ziemlich auf die Lebensweise und die Tradition der Wookies eingegangen, gepaart mit einer Schlacht gegen die Druidenarmee und einigen Trandoshanern. Es sollte auch die Vorgeschichte zu Yodas Aussage in Episode 3 sein, wo er sagte, dass er sich gut mit den Wookies versteht. Auch Rex und R2 würden auf ein gemeinsames, interessantes Abenteuer gehen, indem sie auf einem der Monde von Ryloth abstürzten. R2 programmierte eine alte B2-Kampfdroide neu und irgendwann würde sich Rex auch noch verletzen. Über den Ausgang dieses Handlungsstranges gibt es jedoch keine weiteren Informationen. Sogar die Yuuzhan Vong wären insgesamt vorgekommen, indem ein mysteriöses Erkundungsschiff versuchen würde, die Republik auszuspionieren, und außerdem wollte es auch herausfinden, wer oder was die Jedi sind. Anders als in Legends hätten die Yuuzhan Vong hier keine Machtimmunität. Später in der Staffel würden wir Ahsoka nochmal zu Gesicht bekommen, denn als sie so die unteren Ebenen von Coruscant erforschte, entdeckte sie eine Art Sith-Schrein mit einem riesigen Skelett von einem Monster, direkt unter dem Jedi-Tempel. Sie kehrte zu den Jedi zurück, um sie davor zu warnen. In diesem Akt würde Darth Sidious auch versuchen, in den Holocron-Raum der Jedi einzubrechen. Ahsoka konnte ihn jedoch dabei hindern. Natürlich gäbe es auch wieder ein paar eher politische Folgen, in denen Padme nicht mehr so ganz zufrieden mit den Entscheidungen von Palpatine wäre. Und sie machte sich dann auf den Weg nach Mon Calamari, um ihren alten Bekannten Prinz Lee Jar um Rat zu fragen. Das Staffelfinale wäre ein erneutes Zusammentreffen von Darth Maul mit dem Schattenkollektiv und Obi-Wan, Ahsoka und Anakin. Im Laufe des Aktes würde dann Palpatine von Grievous entführt werden. So machten sich dann die beiden Jedi auf den Weg, den Kanzler zu retten, während Ahsoka mit Rex zurückblieb. Diese Geschichte knüpft dann eigentlich direkt an die Geschehnisse von Episode 3 und dem Buch Ahsoka an. Ich denke, dass das allgemein das Ende der Serie gewesen wäre, und ich finde es trotzdem irgendwie schade, dass diese spannenden Folgen nicht mehr fertig gemacht wurden. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich ein irrsinniger Fan von Star Wars Rebels bin, da diese Serie einerseits eine ziemlich gute Gesamtgeschichte schreibt und andererseits noch viele andere Stories aus Legends in den Kanon zurückholen, sei es Thrawn oder die Nokri. Ich habe auch übrigens mal einen Link in die Beschreibung gepackt, wo ihr euch die unfertigen Folgen von Star Wars The Clone Wars anschauen könnt. Jedoch war's das schon mit dem Video. Ihr könnt mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, welche eure Lieblingsgeschichte aus The Clone Wars ist. Und nicht vergessen, in der Infokarte findet ihr weitere spannende Videos rund um das Star Wars Universum. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Und wenn ihr meinen Content allgemein cool findet, könnt ihr meinen Channel auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zusehen und möge die Macht mit euch sein.